Herzlich willkommen zu unserem Web-Talk heute. Das ist die letzte Folge von unserer Web-Talk-Reihe zu dem BDI-Steuermodell der Zukunft. Und hierbei wollen wir die grundlegende Frage diskutieren, Steuererhöhung oder Steuersenkung, was ist der richtige Weg aus der Krise? Mittlerweile haben ja viele Parteien bereits ihre Wahlprogramme zur Bundestagswahl 2021 veröffentlicht. Und am Wochenende findet der digitale Parteitag von Bündnis 90 die Grünen statt. Also, der Zeitpunkt für diese Diskussion ist genau richtig. Wir haben sehr hochkarätige Teilnehmer für den Dialog heute gewonnen und ich freue mich, Ihnen diese vorzustellen. Als erstes stelle ich Herrn Dr. Hubertus Barth, Geschäftsführer vom IW Köln, vor. Er wird uns heute ein aktuelles Gutachten vorstellen und wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag. Außerdem begrüße ich ganz herzlich Frau Katja Hessel von der FDP, Vorsitzende des Finanzausschusses des Bundestages. Und Herrn Fritz Günzler, CDU, Mitglied im Finanzausschuss des Bundestages. Herrn Stefan Schmidt von Bündnis 90 Die Grünen, ebenfalls Mitglied im Finanzausschuss des Bundestages. Und Herrn Michael Schrodi von der SPD, auch im Finanzausschuss des Bundestages. Und zuletzt stelle ich Herrn Dieter Weber von Textpartner aus der Schweiz vor. Er wird uns einen kleinen Blick über die Grenze geben und von den Erfahrungen über die Unternehmenssteuern in der Schweiz berichten. Die Zeit ist knapp, denn wir haben nur eine Stunde Zeit und wir sind zu früher Stunde dran. Aber ich denke, in der Kürze liegt die Würze und ich freue mich auf eine sehr spannende Diskussion mit Ihnen. Ja, das BDI-Steuermodell hat ja einige Forderungen zu den Steuern und vor allen Dingen zu Steuersenkungen. Wir haben hier vorgeschlagen, dass die Unternehmenssteuerbelastung in Deutschland gesenkt werden muss, um aus der Krise herauszukommen, um die notwendigen Wachstumsimpulse zu schaffen für mehr Investitionen und Investitionen am Standort Deutschland. Hierzu haben wir drei Vorschläge gemacht. Und zum einen die Senkung des Körperschaftssteuertarifs auf 10%. Ach, hier ist, die sieht man nochmal die Grafik zum internationalen Steuerwettbewerb, wo man sieht, Deutschland steht an der Spitze der Steuerbelastung im internationalen Vergleich. In Rot sieht man, wir haben mit rund 31,3% die höchste Steuerbelastung in den OECD-Ländern. Und daraus leiten wir vor allen Dingen jetzt die Forderung ab, die Steuern in Deutschland für die Unternehmen zu senken, damit diese wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen haben, um aus der Krise herauszukommen und hier mehr Investitionen am Standort Deutschland zu tätigen. Das ist zum einen die Senkung der Körperschaftssteuer und zum anderen die überfällige Nachbesserung der Thesaurierungsbegünstigung nach § 34a Einkommensteuergesetz, um die thesaurierten Gewinne der Personenunternehmen hier zu entlasten. Und als dritte Forderung haben wir die auch überfällige Abschaffung des Solidaritätszuschlags vorgeschlagen, das nicht vorgenommen wurde, aber was wir fordern, dass das endlich dann in der nächsten Legislaturperiode angegangen wird. Ja, das ist nur eine kleine Einführung von uns. Und jetzt haben wir ein aktuelles Gutachten des IW Köln, was zeigen wird, dass die Steuerbelastung positive Effekte hat und fiskalisch verkraftbar ist. Herr Dr. Barth, ich freue mich auf Ihren Vortrag und dass Sie uns dieses Gutachten jetzt vorstellen. Frau Winnemann, ganz herzlichen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, Ihnen unsere Ergebnisse vorzustellen in kurzer, knapper Form. Ich teile auch eine Präsentation mit Ihnen, die Sie jetzt hoffentlich auch mit sehen. In aller Kürze, den internationalen Vergleich haben Sie schon angesprochen. Wir sind ein Hochsteuerland, traditionell. Wir sind wieder ein Höchststeuerland geworden nach der letzten Steuerreform mit signifikanter Senkung 2008. Nicht, weil seitdem es an der Steuerschraube Erhöhungen gegeben hätte oder da gedreht worden wäre, sondern weil die anderen Länder sich langsam in ihrer Belastung abwärts entwickelt hätten, sodass wir in diesem internationalen Vergleich wieder ganz ans obere Ende, mit ans obere Ende mitgerutscht sind. Also nichts tun bedeutet hier Anschluss zu verlieren. Daran wird sich auch nichts ändern, nichts Wesentliches ändern, wenn die USA und Großbritannien ihre Pläne eher wieder die Steuersätze für Unternehmen anzuheben.
realisieren. Das Thema Mindeststeuer tatsächlich aufgerufen und wir von dem Niveaus, von denen da die Rede ist, natürlich sehr, sehr weit entfernt sind. Wir haben aber auch das Phänomen, dass wir in Deutschland es nicht ja mit einer einheitlichen Besteuerung zu tun haben, sondern die kommunale Entscheidung über die Gewerbesteuerhebesätze dazu führt, dass die Belastung für die Unternehmen nochmal sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Hier sehen Sie aufgeführt die Gesamtbelastung nach den Kommunen sortiert, nach den Kommunen ab 20.000 Einwohner. Und wir haben auf der linken Seite diejenigen mit einer niedrigsten Gesamtbelastung für die Unternehmen mit knapp über 26%, damit gar nicht mehr weit weg vom OECD-Durchschnitt. Wir haben auf der anderen Seite an die Spitzen bis zu 36%, die international dann tatsächlich ihresgleichen mit suchen. All das geht in diesem Durchschnitt von rund 30% ein bisschen verloren. Also Hochbelastungen für die Unternehmen. Der zweite Aspekt, der Solidarzuschlag, ist insofern hier besonders relevant, weil er sich zunehmend zur Unternehmenssteuer mitentwickelt. Einfach dadurch, dass die Hälfte des Aufkommens, 90% der Steuerzahler, jetzt entlastet oder herausgenommen wurden, bedeutet das, dass von den bisherigen Verteilungen, die zunächst mal ja noch geringere Anteile bei den Unternehmen vorsahen, wir jetzt dazu kommen, dass die Unternehmen über 50%, 56% in diesem Jahr am Solidarzuschlag zu tragen haben. Also der Solidarzuschlag wird mehr und mehr zur Unternehmenssteuer und ist damit natürlich auch von besonderer Relevanz in dieser Diskussion. Eben sind zwei Vorschläge besprochen worden, die haben wir simuliert und einen gemeinsamen, also erst einzeln und dann gemeinsam simuliert. Das eine ist die Körperschaftssteuersenkung um 5 Prozentpunkte, das zweite ist die Abschaffung des Solidarzuschlags und das dritte Szenario umfasst beide Maßnahmen, also die Senkung der Körperschaftssteuer und die vollständige Abschaffung des Solidarzuschlags. Die Frage an uns war, welche Szenarien sind denn zu erwarten? Nun, das Gesamtszenario oder das Gesamtergebnis ist erstmal ein steigendes Bruttoinlandsprodukt. Wir rechnen für die ersten 5 Jahre in dem gemeinsamen Szenario 3 mit rund 30 Milliarden zusätzlich im Bruttoinlandsprodukt. Über die 10 Jahre gerechnet sind das dann über 60 Milliarden. Wir sehen hier am Beispiel der privaten Anlageinvestitionen, dass sich die Effekte durchaus unterscheiden und zwar auch zeitlich unterscheiden. Die Senkung des Solidarzuschlags wirkt primär über den privaten Konsum und hat damit schnellere Effekte als die Reduktion der Körperschaftssteuer. Der Gesamteffekt ist natürlich derjenige, der am höchsten ist, der schnell wirkt, aber dann auch nachhaltig hoch bleibt. Die Frage, die zu Recht immer gestellt wird, ist denn das verkraftbar, ist das finanzierbar, wie sieht das im Kontext der Gesamtverschuldungssituation aus? Hier haben wir uns angeschaut, wie sich die Staatsverschuldung, die ja nun deutlich nach oben gegangen ist, die kam von rund 60%, sind jetzt über die 70, rechnen mit ungefähr 75 in diesem Jahr Prozent des Bruttoinlandsprodukts durch die Corona-Krise und die damit verbundenen Mehrausgaben und Mindereinnahmen. Wir haben hier ein Szenario unterstellt, was über 30 Jahre diese zusätzlichen Corona-Schulden mit tilgt und die Schuldenbremse ab 2023 wieder einhält. Das ist das Basisszenario, was dann im Jahr 2030 wieder zu einem Schuldenstand von gut 60% führt. Über den gesamten Zeitraum ist das, was durch diese Steuersenkung und damit verbundenen Mindereinnahmen für den Staat kommt, verkraftbar. Es ist nicht. Es sind 3,6 Prozentpunkte dann im Jahr 2030, aber es ist verkraftbar, insbesondere im Gesamtkontext dieser sinkenden Verschuldungsgrade. Wichtig ist immer, wie viel davon finanziert sich denn selber, beziehungsweise wie viel wird über zusätzliches Wachstum, ich habe gesagt 30 Milliarden über die ersten 5 Jahre, gut 60 über 10, wie viel davon wird refinanziert und wie viel bleibt bei Mindereinnahmen bei der öffentlichen Hand hängen. Und natürlich sind es am Anfang erstmal die Mindereinnahmen, die dominieren. Wir sehen aber, dass nach und nach der Anteil der positiven
Effekte immer größer wird, also der Selbstfinanzierungsanteil immer größer wird. Er wird im Jahr 2030 oder 10 Jahre nach Einführung einer solchen Reform bei ungefähr 45% liegen. Also nach 10 Jahren ist grosso modo die Hälfte über zusätzliche Einnahmen, die durch zusätzliches Wachstum ausgelöst werden, finanziert. Über diesen 10-Jahres-Zeitraum liegt der Wert bei ungefähr einem Drittel. Also ein Drittel wird der Entlastung wird durch Wachstum für den öffentlichen Haushalt refinanziert. 2 Drittel sind sind Mindereinnahmen, die zu tragen sind, beziehungsweise wir jetzt hier der Verschuldung eben zugerechnet haben. Wenn wir das nochmal vergleichen mit den realwirtschaftlichen Wirkungen, die wir haben, stellt sich ja immer die Frage, geht das in die Ersparnis? Was heißt das für zusätzlichen Konsum? Was heißt das für zusätzliche Investitionen? Und auch hier sehen wir, dass der Saldo über die Zeit immer positiver wird. Wir haben natürlich am Anfang erstmal den Ausgabeneffekt, der ist sofort mit da. Die Mindereinnahmen schlagen schon im ersten Jahr mit zu. Die saldierten Mindereinnahmen. Auf der Gegenseite stehen dann aber die zusätzlichen privaten Konsummöglichkeiten und die zusätzlichen Investitionen, die mit ausgelöst werden, die wir durch diese eine solche Reform mit hätten. Und der Kipppunkt ist im Jahr 5, das heißt im 5. Jahr sind die zusätzlichen privaten Verbräuche und zusätzlichen privaten Anlageinvestitionen dann größer als die Mindereinnahmen des Staates. Über die 10 Jahre ist der Saldo dann durch signifikant positiv, gut 33 Milliarden übersteigen die zusätzlichen Ausgaben im Sinne von Konsum- und Anlageinvestitionen, die von privater Seite dann kommen, die Mindereinnahmen des Staates. Das heißt, wir sehen, das ist eine Reform, die dazu führen würde, dass, um das bisschen abgedroschene Kuchenbeispiel doch nochmal zu nehmen, was diesen Kuchen wachsen lässt, was das Bruttoinlandsprodukt insgesamt wachsen lässt, was die Konsum- und Investitionsmöglichkeiten wachsen lässt, der Anteil, der dann von diesem größeren Kuchen bei der öffentlichen Hand landet, ist natürlich kleiner. Eine solche Reform, zweistufige Reform oder Reform aus 2 Elementen, hätte positive Wachstumswirkungen und wäre nach unserer Einschätzung auch unter Haushaltsgesichtspunkten, auch unter Gesichtspunkten der langfristigen Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen absolut verkraftbar. Und damit in der Gesamtwirkung positiv und aus unserer Perspektive auch sehr empfehlenswert. Soweit als kurzen Überblick über unsere Studie in aller Kürze. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Barth. Das war ja wirklich ein sehr kurzer Ritt durch diese Studie, die sehr interessant ist und die ja Bezug nimmt auf die BDI-Forderungen. Und daher jetzt die Frage an die Politiker, an die politische Runde. Wie ist Ihre Auffassung zu den BDI-Vorschlägen, die wir hier gemacht haben, um aus der Krise herauszukommen, hier Steuersenkung vorzunehmen? Oder sehen Sie eher Steuererhöhung als den richtigen Weg, um aus der Krise herauszukommen? Ich fange einfach mal an mit Ihnen, Frau Hessel, Ladies First. Beginnen Sie ruhig. Ja, vielen Dank und von mir auch nochmal ein herzliches Willkommen in die Runde. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht sagen, dass Steuererhöhungen und FDP eh so Sachen sind, die nicht immer unbedingt jetzt im Zusammenhang schon in einem Einklang sind. Wir hatten unser Wahlprogramm jetzt ja auch schon verabschiedet. Mit uns gibt es natürlich keine Steuererhöhungen. Wir haben auch gesagt, Unternehmenssteuerbelastung auf 25%. Wie man das jetzt mit der Gewerbesteuer dann nochmal rechnet, ist jetzt eine andere Geschichte. Aber auf jeden Fall muss auch was am Körperschaftssteuersatz dann passieren. Dass wir den Solidaritätszuschlag vollständig abschaffen wollen, ist auch kein Geheimnis. Wir haben dafür jetzt sogar schon eine Verfassungsbeschwerde eingelegt in Karlsruhe. Also wir sind da auf Ihrer Seite, hätte ich jetzt in dem Punkt gesagt, weil wir der Meinung sind, dass wir jetzt nach der Krise durchstarten müssen, dass wir wieder mit Entlastungen auch die Wirtschaft ankurbeln können, damit wir aus der Krise rauskommen. Und deswegen brauchen wir auch für den Standort Deutschland ein wettbewerbsfähiges Steuerrecht. Und dazu gehören auch wettbewerbsfähige Steuersätze. Deswegen müssen wir bei der Unternehmenssteuer dringend etwas tun. Ja, vielen Dank. Das ist natürlich dann ja eine schöne Perspektive. Aber ich leite mal über zu Ihnen, Herrn Schrodi, derzeitiger Koalitionspartner. Wie sehen Sie diese Vorschläge des BDI
Und jetzt ja auch die Begründung vom IW Köln, dass diese finanziell verkraftbar wären. Also erstmal schönen Gruß in die Runde und man muss ja deutlich sagen, dass diese Koalition ja nicht untätig war. Also wir haben jetzt in der letzten Zeit auch Körperschaftssteuermodernisierungsgesetz, hier die steuerliche Förderung, Forschung und Entwicklung auf den Weg gebracht. Heute bringen wir, was auch wichtig ist, Steueroasenabwehrgesetz, also Frage von fairer Besteuerung auch international auf den Weg. Und tatsächlich stellt sich jetzt die Frage, wie kommen wir aus dieser Krise volkswirtschaftlich richtig raus? Und bei einem kann ich zustimmen, in Ihrem Papier, da steht, aus dieser Krise herauswachsen. Ja, das kann man, wie nach 2010 auch, mit einer ordentlichen Investitionsprogramm in die Modernisierung unseres Landes. Dazu gibt es übrigens ein wunderbares Papier des BDI, gemeinsam mit dem DGB aus dem Jahr 2019. Herr Hüter und Herr Dulin haben es mit mir auch diskutiert. Dort steht drin, dass wir große Bedarfe haben beim Aufholen dessen, was uns auch in der Krise ein bisschen belastet hat. Also sprich die Schwächen, schlechtes Internet, bei der Bildung Investitionen fehlen. Und wenn ich mit Unternehmen spreche, dann sagen die mir auch, es fehlen zum Beispiel Wohnungen, es fehlt auch beispielsweise eben auch hier das schnelle Internet. Und genau das wollen wir. Wir wollen, dass wir aus dieser Krise stark herauskommen, indem wir stark herauswachsen. Und da braucht man ein öffentliches Investitionsprogramm. Da passt nicht ganz zusammen, dass wir an der Stelle gleichzeitig Steuern senken. Ich glaube, dass wir in einer Phase sind, in der wir durch ein zu starkes Investitionsprogramm gerade dann Nachfrage stärken, damit auch wieder Einnahmen stärken, Arbeitsplätze schaffen, Unternehmen helfen auf ihrem Weg der Transformation dieser Gesellschaft und auch der Wirtschaft. Und offen gestanden, wenn ich mir so die Programme von der FDP anschaue und auch hier die Steuermodelle, das sind massive Mindereinnahmen in öffentlichen Haushalten, die nicht kompensiert werden. Und damit, es braucht solide Finanzen und dafür stehen wir auch und dafür steht auch Olaf Scholz in seiner Arbeit als Bundesfinanzminister. Darauf müssen wir achten, deswegen sind diese massiven Löcher, die da auch gerissen würden, in der Phase nicht angemessen. Eins noch, fairer Steuerwettbewerb. Wenn ich meine Unternehmen frage, sagen die fairer Steuerwettbewerb. Ich glaube schon, dass man beachten muss, dass die Mindestbesteuerung, die globale Mindestbesteuerung ein wichtiger weiterer Schritt ist hin zu mehr Steuergerechtigkeit und einem fairen Steuerwettbewerb. Nicht Race to the Bottom ist das Richtige, sondern ein fairer Steuerwettbewerb, der nicht drauf hängt, möglichst die Steuern noch immer weiter zu senken. Ja, vielen Dank, Herr Schrodi. Da haben Sie vollkommen recht, die globale Mindeststeuer ist ein wichtiger Schritt, den wir auch vom BDI begrüßen, dass wir hier ein weltweites Mindestbesteuerungsniveau haben, das ja dann voraussichtlich bei 15% vielleicht liegen wird. Aber da liegen wir ja mit einer Durchschnittsbelastung von 30% ja noch deutlich drüber. Also insofern ist da ja kein Race to the Bottom jetzt, den wir in Deutschland hier mitmachen. Aber ich gehe einfach mal zu Herrn Günzler. Herr Günzler, was ist aus Ihrer Sicht jetzt noch zu tun? Haben wir in dieser Legislaturperiode genug getan für die Unternehmenssteuern oder ist da für die nächste Legislaturperiode noch viel Bedarf und Möglichkeiten, hier Steuern, die Unternehmenssteuerbelastung zu verbessern? Ja, erstmal auch von mir einen guten Morgen. Natürlich haben wir für Unternehmenssteuer nicht genug gemacht, aber Sie haben ja die Einlassung von Herrn Kollegen Schrodi gehört. Da sehen Sie, was in dieser Koalition möglich ist. Unternehmenssteuer politisch nichts. Die SPD verweigert sich bei jeder Frage, wenn es um die Modernisierung des Unternehmenssteuerrechts geht. Also wir haben 2019 als CDU-CSU-Fraktion bereits ein Papier zur Modernisierung des deutschen Unternehmenssteuerrechts vorgelegt, das in wesentlichen Punkten sogar deckungsgleich ist mit dem BDI-Programm. Und ich finde es, Herr Barth hat es ja nochmal dargestellt, also wenn Herr Kollege Schrodi sagt, das würde den Ruin der Haushalte bedeuten, wenn wir da was machen würden, hat Herr Barth ja genau das Gegenteil gerade durch seine Folien bewiesen. Von daher finde ich schade, dass Herr Kollege das anscheinend nicht mitgenommen hat. Also wir können da einiges meines Erachtens machen und müssen einiges machen im internationalen Wettbewerb. Die Post-Corona-Zeit wird kommen, hoffen wir mal alle. Wir sind alle auf dem Weg dahin und wir brauchen dann natürlich Signale, dass unsere Wirtschaft im Wettbewerb standhalten kann. Und mir ist immer wichtig zu sagen, auch wenn der BDI sagt, wir brauchen eine Senkung der Körperschaftssteuer, dass wir sagen, wenn wir auf eine Maximalbelastung von 25% kommen, dass es sich ja immer bezieht auf nicht entnommene Gewinne.
Ich glaube, das ist, da müssen wir diese Botschaft müssen wir noch viel deutlicher singen. Das sind ja Gelder, die in den Unternehmen bleiben, die in den Unternehmen für Investitionen und Innovationen zur Verfügung stehen. Es geht ja nicht um den vermeintlich bösen Unternehmergewinn, denn wenn die Dividende ausgeschüttet wird, wird ja dann auch besteuert und da kann man darüber diskutieren, ob die Abgeltungssteuer das Sinnvollste ist oder nicht, aber jedenfalls wird dann ja besteuert. Also es geht darum, den Unternehmen das Geld zu lassen und natürlich wird der Staat Investitionsprogramme machen müssen und wird sie auch machen und wir haben ja auch auf europäischer Ebene jetzt was, aber eigentlich ist es sinnvoller, jedenfalls ist das unsere Überzeugung, dass privat vor Staat hieß es mal, also dass die Unternehmen investieren und von daher wollen wir denen gerne die Möglichkeit geben und sie haben ja die Wahlen angesprochen und die Alternativen liegen auf dem Tisch. Und ich sage immer, die Unternehmer, da hören ja viele zu, haben Investitionsentscheidungen zu treffen, auch mit ihrer Wahlentscheidung. Und wenn man sich ja noch an Investitionsrechnung erinnert, berechnet man da einen Kapitalwert. So, und dann kann man überlegen, ob der Kapitalwert Baerbock, Scholz oder Laschet der höchste ist für einen Unternehmer. Ich hätte da eine klare Antwort. Und wenn ich Frau Hessel hier höre, meine hochgeschätzte Vorsitzende des Finanzausschusses, dann sehen Sie, dass es da große Deckungsgleichheit gibt. Und man kann dann nur hoffen, dass Sie dann auch diesmal mitregieren wollen. Also von daher sind die Alternativen ziemlich klar. So, Herr Schrodi hat ja nicht nur gesagt, dass er keine Unternehmenssteuerreform will. Er hat ja noch verschwiegen, dass sie natürlich auch noch mit der Vermögenssteuer um die Ecke kommen und Vermögensabgabe und so weiter noch zusätzliche Belastung schaffen. Also die SPD redet ja gar nicht von Entlastung, sondern von zusätzlichen Belastungen. Und der Kollege Schmidt wird das wahrscheinlich auch gleich nochmal darstellen. Ja, vielen Dank, Herr Günzler. Das ist eine gute Überleitung an Herrn Schmidt. Sie stehen ja kurz vor Ihrem digitalen Parteitag, der morgen beginnt. Was haben wir da zu erwarten? Wird es da um die Vermögenssteuer gehen? Werden Sie Steuererhöhungen beschließen, auch zulasten der Unternehmen? Vielleicht können Sie uns einen kurzen Einblick schon vorab geben. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. So ganz abschließend kann ich das natürlich noch nicht sagen. Das sind noch viele Diskussionen zu führen. Und wir haben auch eine ganze Reihe von Anträgen, die dann abschließend behandelt werden. Nichtsdestoweniger bin ich, und ich denke, das wird auch die Quintessenz des Parteitags sein, da schon sehr nahe bei den Positionen von Michael Schrodi. Ich habe gestern noch ordentlich mit ihm gescholten. An der Stelle bin ich allerdings sehr nah bei ihm. Ich glaube, dass wir einen fairen Steuerwettbewerb brauchen. Er hat da auch, und Sie haben ja vorhin auch schon die Mindestbesteuerung angesprochen, die wir da brauchen. Ich bin auch mit ihm der Auffassung, dass wir aus der Krise rauswachsen können. Aber ich glaube nicht, dass wir das tun können, indem wir jetzt massiv Steuern, insbesondere auch Unternehmenssteuern, senken. Sondern ich glaube, dass wir noch mitten in einer Krise sind, in einer weltweiten Pandemie sind. Wir haben massiv Schulden aufgenommen. Wir wollen irgendwann wieder zurück zur Schuldenbremse. Das ist ein Thema, das wir auch als Politiker im Blick halten müssen. Und da fehlt mir ehrlich gestanden schon eine klare Antwort seitens der FDP und auch der Union. Und auch des Finanzministers an der Stelle, wie wir gleichzeitig diese Rekordschulden, die wir angehäuft haben, abbauen. Andererseits wirklich Investitionen, den Spielraum haben für öffentliche Investitionen. Die brauchen wir dringend. Wir haben erheblichen Investitionsstau. Wir haben die Klimakrise, der wir massiv begegnen müssen. Wir haben Bereiche, in denen die Pandemie eher bestehende Probleme verschärft hat, als sie zu entlasten. Das Thema Infrastruktur wurde schon angesprochen, Bildung wurde schon angesprochen, Digitalisierung ist ein weiterer Punkt, Gesundheitswesen ist ein weiterer Punkt. Und ich glaube, bei all dem muss man jetzt ganz ehrlich sein, ich sehe den Spielraum nicht für eine massive Entlastung von Unternehmen. Ich sage auch ganz ehrlich, ein Manager, der Ihnen sagt, Mensch, ich habe da eine tolle Idee, und in 10 Jahren kommt ein Drittel wieder rein. Das ist kein Return of Investment, mit dem wir politisch arbeiten können.
Ich glaube, dass wir tatsächlich diese Probleme angehen müssen. Ich glaube, dass für Unternehmen der Standort Deutschland ein guter Standort ist, in den es sich lohnt zu investieren. Nichtsdestoweniger glaube ich nicht, dass wir da großen Spielraum für Steuersenkungen haben. Sicherlich kann man diskutieren, wo man modernisiert und wo man Verbesserungen hinkriegt, aber nicht eine massive Absenkung der Steuern. Ja, ganz herzlichen Dank. Dann schlage ich vor, bevor wir nochmal vielleicht auch nochmal auf die Vermögensteuer eingehen und mögliche Steuererhöhungen und die Finanzierbarkeit von Steuersenkungen. Ich denke, es ist ganz interessant, vielleicht von Herrn Weber aus der Schweiz einen Blick über die Grenze zu hören. Wie läuft es denn eigentlich in der Schweiz? Welche Erfahrungen haben Sie bei der Unternehmenssteuerreform, die gemacht wurde in der Schweiz und auch einer Vermögensteuer, die es da ja schon gibt? Vielleicht können Sie uns da einfach mal einen Einblick geben, von dem wir vielleicht auch in Deutschland profitieren können. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Bühnemann. Auch Gruß aus der Schweiz in die Runde. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich berichte Ihnen gerne ein bisschen aus unseren Erfahrungen. Vielleicht gibt es ja die eine oder andere Idee daraus für Sie, nicht in Form von Ratschlägen, vielleicht eher in Form von Ideen. Wir haben ja, wie gesagt, eine Unternehmenssteuerreform hinter uns. Das war nicht ganz freiwillig, haben wir das gemacht. Es war auch eine Zangengeburt, da kam der Druck aus dem Ausland. Insbesondere mussten wir und haben es auch gemacht, diese Statusgesellschaften abgeschafft, Holdinggesellschaften, gemischte Gesellschaften und so weiter. Das ist alles passiert. Das ist 1.1.2020, also gut jetzt ein Jahr in Kraft. Aus subjektiver Sicht eigentlich erfolgreich in Kraft. Man hat im Gegenzug auch Erleichterungen eingeführt. Man hat die Patentbox, also innovative Modelle eingeführt, die Patentbox, Abzug für Forschung und Entwicklung können die Kantone einführen und die Kantone haben auch flächendeckend eigentlich parallel ihre Körperschaftsteuersätze runtergefahren. Es ist noch zu früh, um Ihnen hier Resultate zu geben. Ich sage also volkswirtschaftliche Resultate. Effekte wurden natürlich prognostiziert, ähnlich wie Sie das gemacht haben, Herr Dr. Barth. Insofern sind die Zahlen noch nicht da. Wir glauben, dass die Reform gelungen ist. Wie weit das auch jetzt dann mit den neuen Mindeststeuerforderungen in Einklang ist, das werden wir sehen. Aber die Reform als solche ist gelungen. Was ich Ihnen aber zeigen kann, und da bitte ich vielleicht kurz, diese Folie einzublenden. Was ich Ihnen hier zeigen kann, ist ein kurzer Blick zurück. Da haben wir natürlich die Zahlen. Und wir haben ja die Körperschaftsteuer nicht nur jetzt auf 1.1.2020, sondern schon früher gesenkt. In Ihrem Gutachten, Herr Dr. Barth, habe ich gesehen, auf Seite 6 haben Sie das wunderbar dargestellt. Da sind die Körperschaftsteuersätze in der Schweiz von 2007 von 21, durchschnittlich 21, auf heute durchschnittlich 15 gesunken, also schon in der Vergangenheit. Und was ich Ihnen hier auf dieser Folie zeige, ist die Entwicklung der Bundeseinnahmen in dieser Zeit ab 1990. Sie sehen hier verschiedene Linien. Die gestrichelte ist das BIP, das ist schön gestiegen. Ein bisschen stärker gestiegen ist die dunkelrote Linie, das sind die gesamten Bundeseinnahmen. Aber was am stärksten gestiegen ist, das ist die gelbe Linie und das sind die Unternehmenssteuereinnahmen auf Bundesebene. Und insbesondere ab 2007, wie Sie sehen, ist das überproportional gestiegen. Das Ganze ist ja indexiert. Überproportional gestiegen und hat eigentlich zum Wachstum der Einnahmen am meisten, mit Abstand am meisten beigetragen. Und das zeigt doch, dass hier eine gewisse Koinzidenz, natürlich nicht nur auf Steuersenkungen, das hat auch mit Konjunktur zu tun und so weiter, aber das ist rückblickend war das ein sehr positiver Effekt, diese Unternehmenssteuersenkungen, Steuersatzsenkungen, wie man im Steueraufkommen hier sehr gut sieht. Und was ich noch sagen wollte, das ist nicht fremdfinanziert, dieses Wachstum. Wir haben ja seit 2001 eine Schuldenbremse, also in dieser Zeit 2001 bis heute ist, ja vielleicht nicht bis heute, mit Corona hat es gedreht, aber bis gestern, bis 2020 ist die Verschuldung massiv gesunken in dieser Zeit. Also dieses ganze Wachstum wurde nicht etwa fremdfinanziert, ganz im Gegenteil, die Schuldenquote ist ziemlich stark gesunken.
Das vielleicht ein paar Gedanken zur Unternehmenssteuerreform. Also wir haben hier per saldo gute Erfahrungen gemacht. Diese Effekte, die prognostiziert wurden, statisch eher Rückgang der Einnahmen, aber dynamisch eine Erhöhung der Körperschaftssteuereinnahmen, die hat sich eigentlich rückwirkend erfüllt. Vielleicht, wenn Sie erlauben, noch ein paar Gedanken zur Vermögenssteuer. Wir werden ja immer wieder gefragt, wie sieht denn das bei euch aus? Ihr habt das schon lange, ja, wir haben das schon lange. Wir kennen eine Vermögenssteuer für Private und auch eine, wie sagen wir dem dann, Kapitalsteuer für juristische Personen. Was kann man dazu sagen? Was sind da die Erfahrungen? Also die Vermögenssteuer ist per se natürlich ein Problem, weil eine Substanzsteuer, und das ist insbesondere dann ein Problem, wenn Sie Familienunternehmer sind, die können ja nicht irgendwie ein paar Anteile verkaufen, für diese Vermögenssteuer zu bezahlen, sondern da braucht es in der Regel eine Dividende, damit Sie Vermögenssteuer bezahlen können. Und diese Dividende braucht es auch dann, wenn es schlecht läuft in der Unternehmung. Also das ist eigentlich per se ein Problem. Das zweite Problem ist, dass sie relativ aufwendig ist. Also Sie müssen da immer bewerten und alle Immobilien, alle Anteile bewerten und so weiter. Das sind sicher die Downsides. Aber man muss, was sind dann die Erfahrungen? Ich glaube, wir können ganz gut leben mit dieser Vermögenssteuer. Weshalb? Weil eben das Umfeld ein anderes oder ein positives ist. Da muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Vielleicht drei Punkte dazu. Diese Vermögenssteuer ist nicht eine Vermögenssteuer, sondern wir haben 26. Nämlich jeder Kanton hat eine andere, also jedes Bundesland hat eine andere. Und da funktioniert der Wettbewerb eigentlich sehr gut. Wenn ich mir die Kantonshauptorte anschaue, der teuerste ist Genf mit 1%, der billigste ist Stans, das ist in der Innerschweiz mit 0,12%. Also Sie sehen, der Unterschied ist Faktor 8. Also da herrscht ein intensiver Wettbewerb. Und wenn diese Vermögenssteuer für Sie ein Riesenproblem ist, dann müssen Sie die Schweiz nicht gleich verlassen, sondern Sie wechseln halt vielleicht den Kanton. Das hat auch einen dämpfenden Effekt letztendlich. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ein ganz wichtiger, wenn Sie Kunden, Unternehmer fragen, was haben Sie lieber, eine Vermögenssteuer oder eine Erbschaftssteuer, dann ist die Antwort sehr schnell gegeben, nämlich die Vermögenssteuer. Also die Bereitschaft, jedes Jahr etwas, ein 0,x% zu bezahlen an Vermögenssteuer, ist deutlich größer als einmal beim Übergang, bei der Nachfolge eine Erbschaftssteuer. Die Erbschaftssteuer bei uns ist weitgehend abgeschafft für Ehegatten und Kinder. Nicht für übrige, aber für Ehegatten und Kinder. Und damit ist eigentlich diese Nachfolge möglich, ohne Erbschafts- und Schenkungssteuer folgend. Dann nimmt man die Vermögenssteuer irgendwie in Kauf. In einer Generation ist ja quasi dann die Erbschaftssteuer wie bezahlt. Und vielleicht der dritte Punkt, das wäre dann auch mein letzter, vom Umfeld her, wir haben ja auch immer noch diese privaten steuerfreien Kapitalgewinne auf beweglichem Kapitalvermögen, also Sie können Ihre Aktien steuerfrei verkaufen beispielsweise. Und das alles zusammen führt eigentlich dazu, dass wir mit dieser Vermögenssteuer leben können. Ich glaube nicht, dass wir damit leben können, wenn wir beispielsweise eine Erbschaftssteuer hätten. Das wäre ein absolutes No-Go. Ja, das sind vielleicht so ein paar Erfahrungen aus der Schweiz, Frau Dr. Winnemann. Ja, ganz herzlichen Dank. Und man sieht, es kommt hier auf die Gesamtbetrachtung an. Das ist in Deutschland ja auch gerade der Punkt, dass wir hier in Deutschland seit mehr als 12 Jahren mittlerweile keine richtige Unternehmenssteuerreform mehr hatten und die Körperschaftssteuersenkung gemacht wurde, aber das jetzt ja schon so lange her ist. Und die hat sich ja im Grunde auch, wie Sie es ja geschildert haben, Herr Weber, selbst finanziert. Wir haben danach auch steigende Unternehmenssteuereinnahmen gehabt. Also diese positiven Effekte, die Sie aus der Schweiz beschrieben haben, die haben sich hier auch eingestellt. Aber Sie haben auch nochmal sehr deutlich gemacht, dass es für die Unternehmen wichtig ist, dass die Gesamtbelastung nicht hoch ist aus einer Summe verschiedener Steuern, Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, Unternehmenssteuern. Und das ist halt der Punkt, den wir auch als wesentliche
Hürde bei der Vermögensteuer sehen, dass diese die Unternehmen primär treffen würde und zu einer enormen Doppelbelastung führen würde. Wir haben mal gerechnet, wenn wir jetzt das Modell der SPD nehmen würden, mit einem Vermögensteuersatz von 1,5%, würden wir zu einer Gesamtbelastung kommen, der Unternehmen von 70% bis hin zu 90%. Das wäre dann eine schwere Substanzbesteuerung, die komplett kontraproduktiv wäre zu dem, was wir jetzt nach der Krise brauchen. Und hinzu kommt natürlich auch dieser Bürokratieaufwand durch die stichtagsbezogene jährliche Bewertung aller Vermögenswerte. Insofern ist das schon ein ganz wichtiges Thema, was unseren Unternehmen am Herzen liegt, dass wir hier da nicht Angst haben müssen vor dieser Vermögensteuer. Und Herr Schmidt, nochmal die Frage an Sie. Was haben wir zu erwarten jetzt bei dem Parteitag? Es gibt ja auch immer wieder schon die Ankündigung der Grünen, dass sie sich für die Vermögensteuer aussprechen wollen. Ja, vielen Dank. Tatsächlich plädieren wir für eine höhere Vermögensbesteuerung grundsätzlich im Programmentwurf. Und ich gehe davon aus, dass das dann auch im abschließenden Programm drin steht, wird das in erster Linie das Thema Vermögenssteuer sein, also nicht Vermögensabgabe. Bei der Erbschaftssteuer gehe ich auch nicht davon aus, dass wir da sehr große Weiterentwicklungen haben. Das bestehende Modell ist ja auch noch nicht so alt, als dass man da nicht noch einige Erfahrungswerte sammeln sollte. Aber Vermögenssteuer ja. Wir haben kein fertiges, abschließendes Konzept, insbesondere was Freibeträge auch für den Unternehmenssektor angeht. Das grundsätzliche Modell ist basiert auf einem persönlichen, individuellen Freibetrag von 2 Millionen und einen Steuersatz von 1%. Aber wie gesagt, wir werden da auch gerade im Hinblick auf die Erbschaftssteuer ist es ja ähnlich, auch mit erheblichen Freibeträgen, denke ich, arbeiten, was Unternehmensbesteuerung angeht, sind an der Stelle auch ausdrücklich gesprächsbereit zu sagen, wie soll man das konkret ausgestalten, damit das Ziel der Vermögenssteuer auch erreicht wird, von dieser massiven Vermögensungleichheit, die wir haben, die aus meiner Sicht nicht nur schädlich für das gesellschaftliche Klima auch ist, sondern es tatsächlich auch weitreichende Folgen zumindest haben kann, wie wir das begegnen. Ich denke, Vermögenssteuer ist grundsätzlich auch, also ich würde es ungern als das Schreckgespenst darstellen, als dass es immer dargestellt wird. Man muss einfach mal realistisch sagen, in der Vergangenheit gab es in Deutschland mehr Zeit mit Vermögenssteuer als ohne. Auch unter Ludwig Erhard gab es eine. Das ist eine Wahrheit, die immer ungern gehört wird. Nichtsdestoweniger sind wir jetzt im 21. Jahrhundert, müssen da sicherlich mit anderen Fragestellungen uns auch beschäftigen. Nichtsdestoweniger glauben wir, dass eine stärkere Vermögensbesteuerung auch Sinn macht, gerade um Bildungschancen zu erhöhen, um Teilhabemöglichkeiten zu schaffen. Ja, Herr Schrodi, wie ist das bei der SPD? Es gibt ja diesen Parteitagsbeschluss im Jahr 2019, wo Sie die Vermögensteuer von 1,5% vorschlagen. Ist das noch aktuell? Wird das dann kommen für die neue Legislaturperiode? Ihr Vorschlag wird ja weiter verfolgt. Und das mit dem 1,5% ist ja so nicht richtig, sondern wir haben wie bei den Grünen einen Freibetrag drin, 2 Millionen respektive 4 Millionen und 1% Besteuerung und erst ab einem hohen Vermögen, 250 Millionen, wird das entsprechend auf progressiv angehoben. Und wenn Sie sich jetzt mal anschauen, wie die Vermögensverteilung in Deutschland so ist, dann wissen Sie, wen wir dann und wann wir dann wirklich treffen. Insofern ist das wirklich ein Schreckgespenst. Ich glaube, wir müssen immer wieder, Frau Wünnemann, tatsächlich uns anschauen, was ist denn volkswirtschaftlich richtig? Und ich glaube, da müssen wir diese einfache Losung, Unternehmenssteuern senken, bedeutet nun, dass wir volkswirtschaftlich gut aus der Krise rauskommen, nicht richtig. Wenn wir uns die Unternehmenssteuerreform beispielsweise, gab es eine Metastudie zur Frage, welche Auswirkungen haben Unternehmenssteuerreformen auf das Wirtschaftswachstum. Da kommt diese Studie gerade erst rausgekommen zu dem Ergebnis gleich null. Wenn wir jetzt hören, dass wir
eine Refinanzierung des Ganzen von einem Drittel nur haben, hat ja auch mein Vorredner schon gesagt, dass das natürlich schwierig ist, wenn man dann sagen muss, wo nimmt man denn die anderen Mittel her, um diese Unternehmenssteuerreform zu finanzieren. Und ich glaube, wir brauchen da schon eine Debatte darüber, was wirklich insgesamt volkswirtschaftlich richtig ist. Und da habe ich Ihnen ja schon mal gesagt, ich glaube, dass wir Angebote machen müssen, die darauf abzielen, tatsächlich zu investieren. Da ist die Frage von Abschreibungsmöglichkeiten, die wir ja schon mal verbessert haben, eine, die wir wieder auch in der nächsten Legislaturperiode verbessern wollen. Das ist die Frage von Forschung und Entwicklung. Eine Frage, also überall dort, wo es um Innovation, um Zukunftsinvestitionen geht, die wir dann direkt steuerlich auch begünstigen und fördern können, da sollten wir das auch tun. Und das Letzte noch. Ich glaube, dass wir schon auf eins achten müssen. Und da gab es in den letzten Tagen jetzt wieder vermehrt Berichte darüber, dass tatsächlich in dieser Krise noch einmal die Ungleichheit in diesem Land auch bei uns gestiegen ist. Vor allen Dingen die Vermögensungleichheit. Da gab es jetzt wieder entsprechende Berichte. Und ich glaube, dass wir auch auf die Frage schauen müssen, um volkswirtschaftlich richtig rauszukommen, wie können wir die Binnenkonjunktur stärken? Wir haben in den letzten Jahren, übrigens da auch zum Thema Wettbewerbsfähigkeit, wir waren Exportweltmeister, wir sind immer in den ersten 1, 2 oder 3 mit dabei. Wir sind wettbewerbsfähig. Wir sind sehr wettbewerbsfähig, wenn man sich das ansieht. Aber wir können nicht auf Dauer auf Kosten des europäischen Partner leben mit einem hohen Überschuss an Exporten. Wir brauchen eine Binnenkonjunktur. Und wenn man über Steuerentlastungen spricht, dann muss man schauen, dass man Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen entlastet. Wenn ich mir jetzt nochmal die Einkommensteuerreform zum Beispiel, was Herr Bremer und Herr Günzler vorgeschlagen haben, anschaue, da sind es über 50 Milliarden Euro Mindereinnahmen. Übrigens dort wieder am stärksten entlastet an der Spitze der Einkommen und Vermögen. Wenn wir uns die Körperschaftssteuer ansehen, wenn wir das so machen, wie Sie es vorschlagen, da sind es 17 Milliarden Euro Mindereinnahmen und die landen im 10. Dezil der Vermögens- und Einkommensverteilung. Insofern brauchen wir, glaube ich, schon auch ein Stück weit mehr eine Bekämpfung der Ungleichheit, der Vermögens- und auch Einkommensungleichheit, die Stärkung der Binnenkonjunktur. Das ist volkswirtschaftlich richtig, gepaart mit einem großen Konjunkturprogramm, das dann auch der Wirtschaft hilft und gleichzeitig, wenn der Staat investiert, natürlich auch private Investitionen nachzieht. Da sind die Effekte besser und so würden wir auch denken, dass wir aus dieser Krise gut herauskommen. Ja, vielen Dank. Man sieht, die Positionen sind hier sehr streitig. Aber dann würde ich noch mal kurz auf Herrn Barth zugehen. Und Sie haben doch jetzt auch noch mal die volkswirtschaftliche Perspektive uns zu Beginn aufgezeigt. Sie haben gesagt, Steuersenkungen würden sich zu ein Drittel selbst finanzieren. Aber darüber hinaus gibt es ja auch führende Ökonomen, die sagen, wir können uns die Verschuldung, die wir jetzt schon haben, durch die Corona-Krise leisten. Wir hatten vorher die Schuldenbremse, die sich bewährt hat. Und auch das Stabilitätsprogramm der Bundesregierung zeigt ja auf, dass wir da schnell wieder rauskommen, die Netto-Neuverschuldung in sehr kurzer Zeit wieder zurückfahren können. Können Sie uns vielleicht noch mal einen ganz kurzen volkswirtschaftliche Einschätzung dazu geben, zur Verschuldungssituation und möglichen Steuersenkungen? Gerne. Vielleicht noch ein paar Punkte aus der Diskussion auch mit aufgreifend. Die Verteilungsfrage ist immer eine ganz wichtige. Wir müssen, dürfen uns aber keine Illusionen hingeben, dass eine Vermögenssteuer signifikanten Einfluss auf die Vermögensverteilung mit hat. Alle Studien zeigen, dass die Verteilungsmaße marginal sich verändern durch Vermögenssteuern. Also die Verteilung kriege ich eher anders, wenn ich Vermögensbildung die Chancen daraufhin erhöhe. Wir haben, und Kernpunkt der Diskussion ist ja eigentlich die Investitionstätigkeit. Wenn wir über Investitionen sprechen, die dann auch Teil unseres Geschäftsmodells sind, die dann auch am Ende exportwirksam mit sein sollen. Und Exporte sind natürlich auch nicht zulasten der Handelspartner, sondern sind für beiderseitigen Nutzen und für die Spezialisierung der Industrie, die wir haben, auch ganz unabdingbar.
Aber wenn wir über Investitionen sprechen, dann dürfen wir nicht vergessen, wir haben 90% der gesamtwirtschaftlichen Investitionen sind private Investitionen. Also Investitionen von Unternehmen und privaten Haushalten und ähnlichen Einrichtungen. 10% sind öffentliche Investitionen. Die Kernfrage, wenn es um Investitionen geht und wenn es um diese großen Modernisierungsherausforderungen, vor denen wir volkswirtschaftlich ja stehen, ist doch, wie wir diese Investitionen hochhalten. Sie sind deutlich abgebrochen im letzten Jahr. Sie sind in einigen Branchen über Jahre hinweg schon sehr, sehr unbefriedigend. Die Frage ist, wie kriegen wir das hoch? Und da ist das Thema horizontale Standortbedingungen wichtig. Und da ist ein Element das Preisschild, was da mit dran klebt, nämlich die steuerliche Belastung, aber auch Energiekosten, Arbeitskosten etc. und eine ganze Reihe von anderen Standortfaktoren. Aber das Signal, was durch den Steuertarif ausgesendet wird an Investoren, ist ein wichtiges und ist ein großes und starkes. Aber das ist natürlich nicht alles. Wir haben das Thema Transformation, Transformationsfinanzierung. Wie kriegen wir beispielsweise in der Stahlindustrie diese Investitionen gestemmt, die sich an Märkten im Augenblick finanzieren können? Und wir haben Investitionen, komplementäre öffentliche Investitionen, die Infrastrukturen beispielsweise bereitstellen, aber halt auch mit helfen, private Investitionen weiter mit zu triggern. Und nur wenn das gelingt, nur wenn diese Modernisierung gelingt, dann gelingt es auch, das Wachstum, was wir haben, oder das Wachstum so hoch zu haben, dass wir schnell aus der Verschuldungssituation wieder herauskommen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass es automatisch genauso gut funktioniert wie vor 10 Jahren. Wir hatten vor 10 Jahren große Beschäftigungspotenziale, die gehoben wurden beispielsweise. Die haben wir jetzt nicht mehr. Im Gegenteil, wir laufen in die Demografie jetzt voll rein. Also es ist wichtig, Investitionsfähigkeit, Investitionswilligkeit anzugehen und zu stärken. Und nur dadurch kann am Ende das gesamtwirtschaftliche Wachstum so groß sein, dass die Schuldenquote sinkt, auch wenn eine Steuersenkung zunächst mal kein Gewinngeschäft für die öffentlichen Haushalte sind. Das ist aber auch nicht das Ziel, die Einnahmen der öffentlichen Hand zu maximieren, sondern die gesamtwirtschaftliche Leistung zu steigern. Ja, Herr Günzler, Sie wurden auch schon direkt angesprochen zu den Vorschlägen der Union, wo Sie ja auch im Grunde das, was Herr Barth jetzt sagte, die gesamtwirtschaftlichen Effekte im Blick haben und vor allen Dingen die einbehaltenen Gewinne der Unternehmen, um hier in Deutschland weiter zu investieren am Standort. Ja, ich finde, solche Debatten führen ja auch zur Klarheit. Hier gibt es ein Bündnis für Steuererhöhungen mit Herrn Schrodi und Herrn Schmidt und es gibt andere, die der Wirtschaft was zutrauen. Das sind Frau Hessel und ich. So, dass es so einfach ist, die Geschichte, wenn man es mal zusammenbringt. Und Sie haben ja vorhin die Frage gestellt, können wir es aus dem Wachstum leisten? Also wir haben nach der Steuerschätzung im Mai 2020 über Bund, Länder und Kommunen 720 Milliarden Steuereinnahmen. Nach dieser Steuerschätzung haben wir in 2025 bereits 917 Milliarden Steuereinnahmen. Also fast 200 Milliarden Steuereinnahmen mehr. Also dann, glaube ich, gibt man ja die Antwort, wie man diese Verschuldung auch finanzieren kann und wie man Effekte loslösen kann. So, und ich war ja mal mit Herrn Weber zusammen auf einem Seminar, auch verstanden, dass die Schweizer neben der Unternehmenssteuerreform auch an die Einkommensteuer gegangen sind. So, und wenn der Kollege Schrodi sagt, das kostet unter Umständen das, was der Kollege Brehm und ich haben, 40 Milliarden. Ja, das ist richtig, aber es entlastet genau diejenigen, die Herr Schrodi eigentlich im Blick haben sollte, als er die SPD noch Arbeitnehmerpartei war, nämlich die unteren und mittleren Einkommensgruppen. Denn das ist der entscheidende Punkt. Michael, da musst du mal dir die angucken. Ich habe das sogar mit dem BMF berechnen lassen. Also von daher ist ja euer Haus, müsst ihr euch die Zahlen mal richtig angucken. Weil wir haben nämlich genau die unteren mittleren Einkommensgruppen. Das ist das Teure. Da gibt es ja auch vom Institut für Steuern Berechnungen, dass wenn man den sogenannten Mittelstandsbauch abbauen würde, dass das die teure Veranstaltung wird. Wir haben ja sogar gesagt, dass wir darüber nachdenken sollten, den Solidaritätszuschlag, der teilweise jetzt noch erhoben wird, in den Einkommensteuertarif einzuspeisen für die sogenannten Besserverdienenden. Also von daher ist der Effekt, den der Kollege dargestellt hat, einfach Murks. Aber wie gesagt, wir haben ja die klare Alternative. Und Herr Weber hat es vorhin auch gesagt, bei der Vermögensteuer, das ist eben ein Griff in die Mottenkiste. Und es ist die Frage, wollen wir Substanzbesteuerung? Man muss sich mal vorstellen, in dieser Corona-Krise, wo es den Unternehmen wirklich nicht gut geht und wir mit Milliarden von Wirtschaftshilfen denen helfen, würden eigentlich Vermögensteuern anfallen, obwohl keine Gewinne gemacht werden. Daran sieht man doch, dass das in die falsche Richtung geht. Also von daher
eine Ertragsbesteuerung, eine richtige Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit, ja. Und bei den Unternehmen eben runter, weil das eben nicht die Unternehmersteuer ist, sondern die Unternehmenssteuer ist. Und von daher, wie gesagt, sind die Dinge jetzt hier auf dem Tisch und ich bin Herrn Barth sehr dankbar für die nackten volkswirtschaftlichen Daten und Effekte, die wir ja auslösen können. Und die Zahlen von Herrn Weber aus der Schweiz haben das ja auch nochmal untermauert. Und das, wenn diese volkswirtschaftlichen Erkenntnisse auch bei Rot-Grün mal Einzug halten würden, würde mich das sehr freuen. Man müsste ein paar Zahlen zur Kenntnis nehmen, aber die kann ich Ihnen, Herr Günzler, sagen. Also die Entlastungswirkung Ihrer Steuerreform bei der Lohneinkommensteuer wären die 9. und 10. Dezil von 47 Milliarden, 27 Milliarden Dollar Entlastung. Das ist das, was das BMF gerechnet hat. Nein. Also die Entlastung, absolut. Die Entlastung kommt an den. Also ihr hattet ja schon mal mit Brutto-Netto-Probleme. Also von daher. Den höchsten Dezilen an, Herr Günzler. Und es ist genau das Problem, dass sie zwar unten auch entlasten, aber die Mehrheit der Entlastungen oben ankommt bei 9. und 10. Dezil. Und es ist genau das, was falsch ist in dieser Situation. Sondern wir brauchen einen handlungsfähigen Staat. Der hat uns gut durch diese Krise gebracht. Also die stabilisierenden Maßnahmen, die wir ja gemeinsam, Herr Günzler, auf den Weg gebracht haben, wie viel an Wirtschaftshilfen, wie robust auch die deutsche Wirtschaft war, ist und auch sein kann, weil wir entsprechend einen starken Staat haben, der eingreift, ja, den wollen wir auch erhalten und wir wollen den auch stärken. Und dazu gehört auch solche Rechnungen, wie Sie aufmachen, damit nicht funktionieren. Insofern muss man schon deutlich sagen, wo die Entlastungswirkung ist. Und das kann man natürlich so nicht machen. Ja, man sieht, es geht hier jetzt um den Einkommensteuertarif, wo wir sicherlich in der nächsten Legislaturperiode viel darüber diskutieren werden. Wir wissen jedenfalls nur, starke Schultern tragen schon mehr. 10% der Steuerpflichtigen zahlen schon jetzt mehr als 50% des Aufkommens. Das ist Fakt, das sind Zahlen aus dem BMF. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Und dann auch die Frage, wo entlastet man ganz unten oder auch im Mittelstandsbauch, was Herr Günzler schon sagte. Beim Spitzensteuersatz ist da sicherlich auch eine berechtigte Diskussion da. Und wichtig ist jedenfalls, dass man die Unternehmen berücksichtigt und hier trennt zwischen dem Vermögen oder dem Gewinn, die in Unternehmen verbleiben und ausgeschüttet werden. Aber ich gebe jetzt Frau Hessel nochmal das Wort als Vorsitzende des Finanzausschusses. Sie haben ja im Grunde auch die ganzen Gesetzgebungsverfahren geleitet hier in dieser Legislaturperiode und vielleicht auch nochmal den Blick auch, wo stehen wir jetzt und was brauchen wir jetzt hier? Also meine Funktion als Finanzausschussvorsitzende ist ja eine sehr neutrale Funktion. Ich darf ja die Finanzausschusssitzungen leiten und mich hat neulich mal ein Journalist gefragt, das fand ich so schön, ich hätte jetzt die Macht der Steuergesetzgebung in der Hand. Und da habe ich ganz deutlich gesagt, leider habe ich die nicht in der Hand, weil wenn ich die in der Hand hätte, hätten wir, und ich glaube, da kann mir Kollege Günzler zustimmen, eine bessere Steuergesetzgebung, als wir sie derzeit haben. Wir haben doch, Herr Schrodi, ganz deutlich, wir haben momentan viele Gesetze in den letzten Vierteljahr durch den Deutschen Bundesrat gebracht, teilweise in einer unnötigen Hektik. Teilweise werden wir da auch sicherlich in der nächsten Legislatur in den Reparaturbetrieb gehen müssen, weil einfach auch handwerkliche Fehler einfach aufgrund der Zeit passiert sind. Aber ich möchte jetzt nochmal zu dem anderen Punkt ein Stück weit zurückgehen, weil es immer so, wenn man die erste ist und dann wieder die letzte, kann man ja auch nochmal ein bisschen zusammenfassen, was so alles kam. Und mir geht es schon. Oder ich finde es schwierig, dass wir hier immer sprechen vom fairen Steuerwettbewerb. Und ich mag für Herrn Günzler und mich komplett unterschreiben, dass wir auch für einen fairen Steuerwettbewerb sind. Aber ein fairer Steuerwettbewerb heißt aber auch, dass deutsches Steuerrecht wettbewerbsfähig sein muss und auch, dass deutsche Unternehmen einem fairen Steuerwettbewerb unterliegen. Und das heißt nicht immer nur, dass wir hier eben sagen, wir gehen hoch mit den Steuersätzen, wir machen eine Substanzbesteuerung, das wäre alles fair. Ich glaube, Herr Dr. Barth hat auch nochmal deutlich gesagt, wie die Effekte sind, wo die Investitionen herkommen. Und der größte Teil der Investitionen kommt eben nicht aus der öffentlichen Hand, sondern aus dem privaten Sektor. Und deswegen muss der private Sektor auch hier entlastet werden, damit wir auch wieder aus der Krise herauswachsen können. Wir haben gerade noch viel gehört über Einkommensteuer und Steuertarif. Ja, wir haben einen progressiven Steuersatz und es ist nun mal so, wenn du unten ein Stück weit entlastest, kommt auch oben Entlastung an. Das ist eine schwierige Rechnung, Kollege Schrodi, aber die können wir gerne auch mal irgendwann anders nochmal rechnen. Aber es hat diesen Effekt natürlich auch noch dabei.
Aber ein ganz wichtiger Punkt ist mir, glaube ich, mit dem, dass wir hier ein faires Steuerrecht werden, dass wir die deutsche Unternehmenssteuer, den Standort auch fair gestalten. Wir entlasten auch bei den Privaten. Aber wenn wir Unternehmenssteuersätze sprechen, und ich glaube, das hat Kollege Günzler mehrmals versucht, nochmal klarzumachen, dann geht es nicht um die Steuern, die beim Unternehmer ankommen, weil die unterliegen immer der Einkommensteuer nochmal, sondern es geht um das, was bei den Unternehmen bleibt, das, mit dem wir investieren können. Und ich möchte noch einen Hinweis vom Herrn Dr. Barth aufgreifen, den ich mich auch sehr, sehr wichtig fand, der mich auch diese Legislatur oftmals sehr aufgewühlt hat, sage ich jetzt mal, wenn wir nämlich über Ungleichheit von Vermögen sprechen, müssen wir, glaube ich, und das ist auch nochmal deutlich geworden, nicht über Umverteilung sprechen, sondern ein Stück natürlich auch darum, wie kann man Vermögensaufbau erleichtern. Und da ist es schon so, dass die Kollegen gerade von der SPD dabei vielen Sachen einfach blockiert haben. Ob das jetzt, auch wenn es das Fonds-Standortgesetz war und eine Verbesserung bei der Mitarbeiterkapitalbeteiligung war, aber auch da sind wir noch lange nicht gut. Und wenn mir ein Punkt immer auffällt, wenn wir gerade jetzt über Vermögen sprechen und wir wissen, wo jetzt die Vermögenszuwächse auch waren, die waren jetzt natürlich vor allem auch in den Sachwerten, in Immobilienvermerken, dann verstehe ich bis heute nicht, warum wir nicht über einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer sprechen können, dass wir auch jedem ein Stück weit die Möglichkeit geben würden, Vermögen aufzubauen. Ich glaube, da sind noch viele Hausaufgaben für die nächste Legislatur zu machen. Ich freue mich darauf, wenn wir in der nächsten Legislatur auch in diesem Punkt gemeinsam weiterarbeiten können. Ja, das war ja eine wunderbare Zusammenfassung, Frau Hessel. Man sieht, wir sind schon mitten im Wahlkampf. Es wird sehr spannend. Die Steuerpolitik hat eine große Rolle, wird eine große Rolle spielen jetzt im Wahlkampf. Und wir sind sehr gespannt, was die Bundesregierung dann machen wird, die neue Bundesregierung. Wer wird das sein? Welche steuerpolitischen Prioritäten werden wir haben? Und geht es dann um Steuersenkungen, die wir nach wie vor für wichtig halten, damit wir die Wachstumsimpulse hier schaffen können und vor allen Dingen die Investitionen, die hier primär aus dem Privaten kommen? Oder müssen wir uns mit Steuererhöhungen oder einer möglichen Vermögenssteuer befassen? Das wird sehr spannend und leider haben wir jetzt nicht mehr Zeit, um das zu vertiefen. Aber ich danke Ihnen allen, auch Herr Weber aus der Schweiz und Herrn Dr. Barth vom IW Köln ganz herzlich für diese interessante Diskussion, die wir hoffentlich nochmal weiterführen können. Und die Positionen liegen auseinander, aber es ist, denke ich, liegt allen am Herzen, dass wir hier gute Rahmenbedingungen für den Standort Deutschland haben und dass wir hier in die Zukunft auch gucken und hier die Unternehmen unterstützen und alles, was damit verbunden ist, die Wertschöpfung, die wir hier in Deutschland brauchen. Insofern wünsche ich Ihnen allen einen schönen Tag. Sie haben einen wichtigen Termin jetzt im Bundestag und ich freue mich, wenn wir beim nächsten Mal weiter diskutieren können. Alles Gute und vielen Dank nochmal. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank.